Meine Damen und Herren, bevor ich heute mit der Vorlesung beginne, ein Hinweis. Okay. Ja, und ansonsten sehen Sie zweierlei. Erstens, dass wir mit einem neuen Kapitel beginnen und zweitens, dass da einiges an Experimenten aufgebaut ist. Das hat die Sache so an sich. Immer wenn neue Kapitel beginnen, dann ist es auch wesentlich, die Grundlagen zu diesen Kapiteln anhand experimenteller Befunde zu illustrieren und zu erläutern, und das werden wir hier auch machen, mit Hilfe dieser Luftkissenbahn, die uns jetzt einige Zeit während der Mechanik begleiten wird. Wir hatten uns bisher, wie Sie wissen, mit der Kinematik beschäftigt, und die Kinematik ist die Lehre von den Bewegungen. Das ist ja sehr wichtig, dass man weiß, wie man Bewegungen beschreiben kann, wie man sie charakterisieren kann, was man unter Geschwindigkeit und Beschleunigung versteht. Zuletzt hatten wir auch über die Winkelgeschwindigkeit und über die Kreisbewegung gesprochen. Naja, jetzt ist es aber hoch an der Zeit, einen Schritt weiter zu gehen und sich die Frage zu stellen, warum machen denn die Körper das, dass sie sich auf gewissen Bahnen mit gewissen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bewegen. Wir wollen ja bei allen Dingen irgendwie eine kausale Interpretation haben. Was ist also die Ursache für diese Bewegungen? Und diese Frage nach der Ursache ist es, womit sich die Dynamik beschäftigt. Naja, und da zeigt sich also, dass es sich als zweckmäßig erweist, als Ursachen für die Bewegungen oder genauer gesagt für die Beschleunigungen Kräfte anzunehmen, die auf die betrachteten Massenpunkte wirken. Letztlich bedeutet das, dass der Bewegungsablauf eines Massenpunktes beeinflusst wird durch Wechselwirkungen mit der Umgebung. Diese Wechselwirkungen mit der Umgebung werden eben durch Kräfte, oft als Wechselwirkungskräfte bezeichnete Kräfte, hervorgerufen. Und da stellt sich natürlich sofort die Frage, wie schaut es denn mit der Reichweite dieser Kräfte aus? Und da zeigt die Erfahrung, dass es einerseits sehr lange Reichweiten gibt. Wir sprechen von unendlicher Reichweite. Das ist der Fall zum Beispiel bei der Gravitationskraft, die unsere Füße am Boden hält und die Planeten auf ihren Bahnen hält. Mit der werden wir in der nächsten Zeit noch zu tun haben. Aber auch die elektromagnetische Kraft ist eine unendlich weitreichende Kraft, und der ist ein wesentlicher Teil des Sommersemesters gewidmet. Eine ganz, ganz wichtige Kraft. Und daneben gibt es ein, zwei weitere, die starke und die schwache Wechselwirkung. Die haben extrem kurze Reichweiten, und mit denen werden wir uns in dieser Vorlesung hier nicht weiter beschäftigen. Das bedeutet aber nicht, dass die nicht wichtig wären. Insbesondere die starke Wechselwirkung, deren Reichweite auf den Bereich der Atomkerne beschränkt ist, ist sehr, sehr wichtig, weil Sie werden sich alle erinnern, nehme ich an, hoffe ich, aus Ihren Gymnasialzeiten, die ja noch nicht so weit zurückliegen im Allgemeinen, dass die Atomkerne aus positiv geladenen und neutralen Teilchen bestehen. Und das zeigt sich sehr bald durch Experimente zur Elektrostatik, dass gleichnamige Ladungen einander abstoßen. Das heißt, die Kerne müssten auseinanderfliegen.
Na, das wäre ungesund, weil da würden wir also bis ins Innerste sofort zerfallen. Dass das nicht der Fall ist, dass wir also alle da hier sitzen und zusammenhalten, dafür ist die starke Wechselwirkung verantwortlich. Also man verschmähe nicht diese kurzreichweitigen Kräfte, aber sie sind eben andererseits so beschaffen, interessanterweise, dass bereits im Bereich der Atomhülle, wo also die Elektronen sich befinden, die sehr wichtig sind für die Bindungszustände, für die chemischen Eigenschaften der verschiedenen Stoffe, also für uns natürlich ausschlaggebend sind, die spüren von dieser starken Wechselwirkung gar nichts mehr. Also mehr möchte ich dazu nicht sagen. Die Kräfte, die Wechselwirkung mit der Umgebung sind also in der Physik außerordentlich wichtig. Der Erste, der das wirklich erkannt hat, war Newton. Und es ist daher auch angemessen, dass die Krafteinheit, über die dann noch zu sprechen sein wird, auch nach ihm benannt ist. Er hat also erkannt, dass der Begriff der Kraft physikalisch gesehen ein zentraler Begriff ist, der uns also hilft, die Dinge zu interpretieren. Und um also mit dieser Kraft entsprechend umgehen zu können und mit Hilfe des Kraftbegriffes die Mechanik aufbauen zu können, braucht man gewisse Grundgesetze. Die werden im Allgemeinen als Axiome bezeichnet im Bereich der klassischen Mechanik, die auf Newton zurückgehenden Newtonschen Axiome. Das ist an sich ein Begriff aus der Mathematik. Ein Axiom, das ist ein nicht weiter beweisbarer Satz, den man einfach annimmt und aus dem man dann weitere Folgerungen zieht. Und das soll wohl durch diese Bezeichnungsweise Axiom zum Ausdruck gebracht werden, dass man diese Sätze einfach annimmt. Und der entscheidende Punkt ist eben der, dass dann die daraus folgenden Schlussfolgerungen mit der Erfahrung zusammenpassen und damit ist es also zweckmäßig, von diesen Axiomen auszugehen. Aber dieses Vorgehen ist in anderen Bereichen der Physik ebenfalls sehr wichtig, etwa in der Elektrodynamik, die ich vorhin gerade erwähnt habe, Sommersemester. Da hat man auch so Grundgleichungen, auf denen man die Elektrodynamik aufbaut. Das sind die Maxwell-Gleichungen. Na, die nennt man aber dann nicht Maxwell'sche Axiome. Also das ist auch nicht alles so. Da ist auch etwas ein bisschen traditionsmäßig gewachsen. Und Sie werden dann auch sehen, wenn Sie dann die Mechanik noch einmal aufbereitet in der theoretischen Physik dann hören, dass man da dann auch von anderen Grundannahmen ausgehen kann, die Lagrange und die Hamilton-Formulierung. Das wollen wir hier nicht betreiben. Diese Vorlesung soll Ihnen ja primär die Begriffe nahe bringen und Ihnen zeigen, wie man von Grundgesetzen dann auf die entsprechenden Interpretationen kommen kann. Also was wir jetzt im Weiteren besprechen werden und wozu auch diese experimentelle Anordnung hier sehr nützlich ist, sind die Newtonschen Axiome. Naja, und da ist eines eigentlich schon unausgesprochen auf der Hand liegend, denn ich habe Ihnen ja gesagt, jetzt gerade vorhin, dass wir die Kräfte als Ursachen von Beschleunigungen eines Körpers ansehen. Naja, wenn das aber so ist, dann können Sie sich sofort dann im Umkehrschluss denken, na gut, das heißt also, wenn keine Kräfte wirken, dann gibt es also keine Beschleunigungen, denn nur die Kräfte sind dann die Ursachen der Beschleunigung. Und damit haben Sie recht. Das heißt, dadurch, dass man die Kräfte als Ursachen der Beschleunigungen ansieht, kommt man sofort, wenn ich eine Kreide gefunden habe, auf das erste Newtonsche Axiom, das da lautet, dass ein kräftefreier Körper, auf den also keine Kraft wirkt, dass der entweder in Ruhe bleibt oder in gleichförmiger, geradliniger Bewegung, also unbeschleunigt. Also ein kräftefreier Körper ist unbeschleunigt. Und diese Gesetzmäßigkeit nennen wir das erste Newtonsche Axiom. Und nennen es auch den Trägheitssatz.
Das ist ja nicht so selbstverständlich. Denn so aus der Alltagserfahrung kann man ja eher sagen, naja, wenn wo kein Kraft wird, dann bleibt das Werkel irgendwann einmal stehen. Also, dass das dann eben immer gleich bleibt, die Geschwindigkeit, also sich nicht ändert, keine Beschleunigungen oder Verzögerungen auftreten, das ist natürlich etwas, was so gar nicht der Alltagserfahrung entspricht. Die Alltagserfahrung ist auch immer mit Reibungsvorgängen irgendwie konfrontiert. Ich bin heilfroh, dass es Reibung gibt, denn sonst könnte ich mich da wahrscheinlich nicht aufrecht halten, sondern tät ständig so, wie wenn ich auf die Saaf steigen tät, nicht? Das ist ja ein wienerischer Ausdruck, nicht? Naja, das heißt ja nichts anderes, als dass die Reibung praktisch aus. Stellen Sie sich vor, was ich da aufführen müsste, dass ich da ohne Reibung hier stehe. Also, das ist ganz gut, dass es eine Reibung gibt, nicht? Nur wenn man also zu gewissen Grundgesetzen abstrahieren möchte, zeigt es sich, dass es dann nützlich ist, solche Reibungsvorgänge separat zu behandeln. Erinnern Sie sich an den Fallrohrversuch. Zunächst einmal ist das Federl viel langsamer als die Stahlkugel, aber wenn man dann die Reibung wegbringt, passt auf einmal wieder alles. Also daher ist das ganz gut, wenn man zu solchen Idealisierungen zurückgreift. Und dieser Satz lautet also, dass kräftefreie Körper die verharren in Ruhe oder bewegen sich geradlinig gleichförmig. Also haben wir zuerst bewegen sich geradlinig gleichförmig oder verharren. Das ist irgendwie nicht mehr sehr gängig, dieses Wort, aber schon zumindest noch verständlich, glaube ich. Oder verharren in Ruhe. Warum Trägheitssatz? Weil, dass die also so gleichförmig, geradlinig sich ewig weiter bewegen, ist also ein Ausdruck dafür, dass sie eben die Trägheit haben, so zu bleiben in dem Bewegungszustand, in dem sie gerade sind. Naja, da allerdings muss man schon auch etwas noch hinzufügen. Sie wissen sicherlich, wenn Sie sich etwa, naja, auf einem Ringelspiel befinden, wir werden später über das noch genauer sprechen, und Sie haben dann einen kräftefreien Körper und lassen den aus, dann fliegt er nach außen weg. Und zwar nicht gleichförmig, sondern sogar auf einer krummlinigen Bahn im Allgemeinen. Also in jedem Bezugssystem geht das nicht. Das ist eine wesentliche Sache, die an dieser Stelle bereits gesagt werden muss. Aber diejenigen Bezugssysteme, in denen dieser Satz und auch die weiteren mechanischen Grundsätze gelten, Die zeichnet man durch einen besonderen Namen aus, das sind die sogenannten Inertialsysteme. Und jetzt fragen Sie mich natürlich noch, was sind das für Systeme? Das ist eine sehr enttäuschende Antwort. Das sind die Systeme, in denen der Trägheitssatz gilt. Es ist nicht anders zu sagen. In gewisser Weise kann man darin auch einen Zirkelschluss erblicken. Und das haben also manche Erkenntnistheoretiker auch schon so gesehen. Wesentlich ist also, es gibt derartige Systeme, Bezugssysteme, in denen dieser Trägheitssatz gilt. Diese Systeme nennen wir also die Inertialsysteme. Naja, da werden Sie jetzt sagen, na wieso, die dürfen sich halt einfach nicht drehen und dürfen nicht beschleunigt sein und dann passt es schon alles. Aber so einfach ist es nicht. Relativ wozu sollen sie sich denn nicht drehen? Und relativ wozu sollen sie nicht beschleunigt sein? Das ist nicht so einfach. Deswegen kann man sinnvollerweise nur sagen, es zeigt die Erfahrung, und wir werden gleich eine solche Erfahrung hier auch machen, dass es Systeme gibt, sogenannte Inertialsysteme,
in denen dieser Trägheitssatz gilt. Aber sehr wohl, das weiß jeder, gibt es also andere Bezugssysteme, auch ein beschleunigtes Auto, da treten dann auch auf einmal Bewegungen in dem Auto auf, wenn einem da was aus der Hand fällt, fliegt es nach hinten, die also nicht mit diesem Trägheitssatz entsprechend zusammenpassen oder wann plötzlich gebremst wird, ist man hoffentlich angegurtet, nicht, und fliegt nicht gleich bei dem Fenster raus. Das sind dann Dinge, die nicht mit diesem zusammenpassen, weil da wirkt ja gar keine Kraft auf diesen Passagier da drinnen, sondern es ist nur kein Inertialsystem, in dem er sich befindet. Aber wenn man also Inertialsysteme betrachtet, dann gilt eben in diesen Inertialsystemen der Trägheitssatz. Und eine weitere Sache, wollte da jemand was? Ja. Es hängt ja auch ein bisschen vom Beobachter ab, oder? Wenn man jetzt auf der Erde steht praktisch und man sieht jetzt ein gleichförmig beschleunigtes Flugzeug zum Beispiel, dann wäre, wenn man sich im Flugzeug befindet und das würde sich komplett gleichförmig bewegen, wäre das ja praktisch ein Inertialsystem. Wenn man auf der Erde steht und es bewegt sich, ist das aber kein Inertialsystem, oder? Die Frage ist, ob ein Flugzeug ein Inertialsystem ist und wir auf der Erde hier kein Inertialsystem. Sie meinen wahrscheinlich, weil die Erde rotiert und damit ein Ringelspiel ist, sozusagen. Was meinten Sie denn dann? Wenn ich jetzt ein Flugzeug betrachte, das sich bewegt, dann ist für mich ein Flugzeug, wenn ich auf der Erde sozusagen ruhender Beobachter bin, kein Inertialsystem, weil es beschleunigt, oder halt, beziehungsweise weil es sich bewegt. Ja? Wenn ich aber im Flugzeug drin sitze, dann wäre es schon ein Inertialsystem. Wieso ist das Flugzeug kein Inertialsystem, wenn es nicht beschleunigt ist, sondern gleichmäßig fliegt und ich betrachte es an mir vorbeifliegen, dann bewegt es sich zwar relativ zu mir, aber das bedeutet ja nicht, dass es deswegen kein Inertialsystem ist. Zwei nebeneinander im Bahnhof befindliche Züge, Eisenbahnzüge eignen sich ganz gut für solche Sachen. Nur manchmal, wenn es so zwischen Milchstraße und Andromeda-Nebel geht, das geht es mit den Eisenbahnzügen nicht mehr so. Aber meistens hat man es ja nicht mit derartigen. Aber was ich nur sagen möchte, es ist Ihnen vielleicht schon einmal aufgefallen, wenn Sie im Zug sitzen, in der Station und da fährt neben Ihnen langsam gleichförmig ein Zug vorbei, wissen Sie dann immer sofort, ob Sie fahren oder ob der fährt? Beides sind Inertialsysteme. Das Entscheidende, was man unter einem Inertialsystem versteht, ist eben das, was ich gesagt habe, dass in dem System der Trägheitssatz gilt. Das ist gar nicht davon abhängig, wie sich das unmittelbar mit der Umgebung, das können ruhig mehrere gegeneinander bewegte Systeme sein. Nur im Allgemeinen werden diese Inertialsysteme relativ zueinander gleichförmig bewegt sein. Aber auch das ist nicht immer der Fall, aber das möchte ich jetzt nicht so sehr ausbreiten. Bitte. Eine Frage, muss ein Inertialsystem immer ein abgeschlossenes System sein und darf es auch ein offenes System sein? Also eine Kraft von außen wirkt. Die Frage war, ob auf ein Inertialsystem von außen Kräfte wirken dürfen. Ja, die wirken an sich nicht auf das System, sondern auf die drinnen befindlichen Körper, diese Kräfte. Und selbstverständlich kann das sein, dass es Kräfte gibt, dann von außen, die auf Körper wirken, die da drinnen sind. Und das werden wir auch gleich im zweiten Newtonschen Axiom behandeln. Aber wenn keine Kräfte wirken, dann müssen die Körper geradlinig gleichförmig bleiben oder in Ruhe. Das ist ausschlaggebend dafür, dass es ein Inertialsystem ist. Haben sie Kräfte, dann sind die Kräfte, Körper ja nicht mehr kräftefrei. Dann kann dieses Axiom so ja gar nicht mehr gelten. Aber wenn man die Kräfte ausschaltet, dann müssen die Körper, die da drinnen sind, sich alle entweder geradlinig gleichförmig bewegen oder in Ruhe verharren. Dann befinden wir uns in einem Inertialsystem. Und das System bleibt auch ein Inertialsystem, wenn Sie die Kräfte dann zuschalten, sozusagen. Noch was? Das heißt, es muss dann ein abgeschlossenes System sein. Wenn zum Beispiel ein Magnet auf ein betrachtetes
das System wirkt, gerade können die Körper im System ja nicht kräftefrei sein, durch ein Magnet zum Beispiel. Das ist egal, wie das dann. Die Frage war, ob also Inertialsysteme immer abgeschlossene Systeme sein müssen. Da muss man erst einmal genau klären, was man unter abgeschlossenes System versteht. Sie meinen das so, dass keine Kräfte von außen wirken können. Wenn Sie da einen Magneten haben, der auf ein ferromagnetisches Teilchen in dem System einen Einfluss hat, dann wird dieses Teilchen sich beschleunigt bewegen. Aber das sagt ja nicht, dass das Bezugssystem, in dem wir das betrachten, nicht ein Inertialsystem sein kann. Denn wenn ich den Magneten wegnehme, um nachzuschauen, ob es ein Inertialsystem war, stelle ich dann fest, falls es eins war, dass der Körper geradlinig gleichförmig sich bewegt oder in Ruhe bleibt. Und damit weiß ich, ich bin ein Inertialsystem. Habe ich jetzt diese Kraft? Bleibt das ein Inertialsystem, nur der Körper wird sich dann nicht mehr geradlinig gleichförmig bewegen, wenn er sich eben unter dem Einfluss einer Kraft befindet. Passt es? Okay. Gut. Also so viel zum ersten Newtonschen Axiom, aber diese Frage bringt mich auch dazu, dass es auch eine gewisse grundsätzliche Schwierigkeit sein kann, festzustellen, ob jetzt ein Körper wirklich kräftefrei ist oder nicht. In vielen Fällen weiß man das, weil man halt dann, wenn rundherum in der Umgebung keine geladenen Teilchen, keine Magneten oder irgendetwas sind, dann sind da halt keine Kräfte. Aber so grundsätzlich ein überall gültiges Patentrezept, wie ich feststellen kann, ob ein Körper wirklich kräftefrei ist, ist so leicht gar nicht zu geben. Das heißt, letztlich ist das schon eine Frage der experimentellen Situation, ob ein betrachteter Körper, ein System, als kräftefrei anzusehen ist. Und das muss man hier natürlich irgendwie mit hineinnehmen, denn kräftefrei, was heißt denn das? Ja, da müssen wir die Vorkehrungen so treffen, dass man doch mit einer guten Sicherheit davon ausgehen kann, da wirkt jetzt nichts. Aber man kann sie natürlich auch irren. Das ist eine experimentelle Wissenschaft, die Physik. Und da kann man sich also nur den Dingen halt entsprechend nähern und dann hoffen, dass man zu vernünftigen Aussagen kommt. Mehr ist hier eigentlich dazu nicht zu sagen. Also, wenn ein Körper sich geradlinig gleichförmig bewegt und wir haben keine Ursache davon auszugehen, dass da jetzt irgendwo von wo was dran zieht oder irgendwas halt ein Einfluss vorhanden ist, dann sagen wir in Gottes Namen, das ist also dann ein Inertialsystem und das erste Newtonsche Axiom ist erfüllt. Aber natürlich können weiterführende, genauere Untersuchungen dann dazu führen, dass da doch eine Kraft vorhanden war und wenn man genau genug schaut, bleibt der dann auch nicht geradlinig gleichförmig. Gut, jetzt haben wir so viel darüber geredet, jetzt können wir das natürlich auch experimentell uns anschauen. Und um das experimentell anschauen zu können, ist es zunächst einmal wichtig, dass wir die vorhin schon einmal erwähnte Reibung möglichst ausschalten. Weil Reibungsvorgänge bedeuten natürlich immer Wechselwirkungskräfte. Und die wollen wir ja gerade nicht haben. Wir wollen ja einen kräftefreien Körper haben. Naja, kräftefrei, da tun wir uns auf der Erde sowieso schwer. Weil wir ja ständig angezogen werden von der Erde. Was ja auch viele Vorteile hat, denn stellen Sie sich vor, wie wir alle herumschweben täten, da, wenn auf einmal die Schwerkraft weg wäre. Ne? Schon gut so. Aber wir wollen ja hier jetzt Experimente machen, wo wir das Verhalten eines kräftefreien Körpers betrachten, wo wir also einerseits die Reibung möglichst loswerden wollen und andererseits eine Situation betrachten wollen, wo auch die Schwerkraft auf den jeweilig betrachteten Körper keine merkbaren Einfluss hat. Das heißt nicht, dass man sie ausschalten, sondern dass man halt solche Bewegungen betrachten, wo die Schwerkraft eben auf die Bewegung als solche keinen Einfluss hat. Und dann können wir also, wenn wir dann schauen, ob dieser
Körper dann sich wirklich geradlinig gleichförmig bewegt, feststellen, ob jetzt dieses Newtonsche Axiom erfüllt ist oder nicht. Oder ob aufgrund des Axioms diese Bewegung richtig beschrieben wird. Und damit man das also erfüllen kann, gibt es also hier die sogenannte Luftkissenbahn oder den Airtrack, wie wir ihn gern bezeichnet, weil Airtrack hat nur zwei Silben und Luftkissenbahn ist ein bisschen, wie üblich im Deutschen, das ist immer ein bisschen langwieriger. Also den Airtrack. Und die Idee des Airtracks ist also die, dass dadurch, dass längs dieser Schiene da hier gleichmäßig durch kleine Löcher Luft austritt, wenn da ein Gebläse oder zwei Gebläse eingeschaltet werden, da also ein Luftpolster entsteht und wenn man da auf diesen Luftpolster einen derartigen Reiter aufsetzt, dann wird dieser Luftpolster bewirken, dass der Reiter praktisch schwebt. Das heißt also, die Gravitationskraft wird durch diesen Luftpolster ausgeglichen. Die ist also jetzt einmal weg. Und was dann außerdem noch wichtig ist, und da haben meine Kollegen sich sehr darum bemüht, diesen Airtrack waagerecht aufzustellen, sodass also, wenn man den irgendwo hinstellt, diesen Reiter, der dort auch im Wesentlichen stehen bleibt, also so ganz geringfügig wird in dieser Luftpolster schon ein bisschen bewegen, aber im Wesentlichen wird er gleich auf der Stelle stehen bleiben. Und damit hat man ein System, wo man mit einer gewissen Verlässlichkeit davon ausgehen kann, da hat man einen kräftefreien Körper. Naja, und jetzt schauen wir uns an, was tut dieser kräftefreie Körper? Ist der auch wirklich konsistent mit diesem Newtonschen Axiom? Bewegt er sich geradlinig gleichförmig oder tut er das nicht? Und um den Bewegungszustand, also die Geschwindigkeit des Körpers anschauen zu können, gibt es da Lichtschranken, so vier sind da aufgebaut, wo man, wenn man da Zeiten zwischen den Durchgang zwischen den Lichtschranken misst, dann feststellen kann, wie groß die Geschwindigkeit ist. Ich möchte gleich dazu sagen, wir werden es hier bei all diesen Experimenten aus Zeitgründen, weil das gar nicht notwendig ist, nicht konkret genau die Meter pro Sekunde anschauen, sondern uns immer nur hauptsächlich darauf konzentrieren, bleibt etwas gleich oder wenn es sich ändert, um welchen Faktor? Das sind die Dinge, die uns wichtig sind, damit man dann eben die entsprechenden Schlüsse auf die Gültigkeit und Anwendbarkeit der Grundgesetze, also der Newtonschen Axiome und dann der Erhaltungssätze, die sich daraus ergeben, mit Hilfe dieses Airtracks illustrieren kann. Wie groß jetzt wirklich die Geschwindigkeit dann in Meter pro Sekunde ist, ist ja eigentlich nicht wirklich wesentlich. Wesentlich ist nur, bleibt sie gleich und wenn man dann eine beschleunigte Bewegung betrachtet, um wie viel, um welchen Faktor beschleunigt es sich und so weiter. Das wollen wir also anschauen. Und als erstes also würde ich also bitten, dass wir jetzt einmal das Experiment da zum ersten Newtonschen Axiom durchführen. Ja, begrüße Sie, ich bin da heute. Verstärkung. Hier, bei der Airtrack ist das ein bisschen tief alleine. Ist ein bisschen schwierig. Mir geht's gut, ich kann mich da zurückziehen. Weil Sie weiter versuchen, zu zweit heute die jüdischen Aktionen zu demonstrieren. Technisch ist eigentlich alles gesagt. Sie sehen hier vorne zwei Messinstrumente, die Differenzzeit zwischen den beiden Lichtschranken anzeigen. Und im ersten Versuch müssen wir, sofern alles eingestellt ist und alles gut läuft, circa die gleiche Zeit, die gleiche Durchlaufzeit zwischen den Lichtschranken erhalten, weil eben die Abstände gleich sind. Gut, schauen wir mal auf. Das schaut ja schon fast getürkt aus. Ne? Ja, wir können den Loch einmal probieren und mehr Abweichung kriegen.
Das sind Millisekunden, die da abzulesen sind. Muss man da nicht auf Null schalten dazwischen? So, einmal geht's noch. Na bitte. Spitze. Selten so gut gesehen, muss ich sagen. Wirklich wahr. Also ich glaube, das ist schon eindrucksvoll, dass Sie daraus eine Illustration für diesen Trägheitssatz entnehmen können. Sie werden sich jetzt vielleicht insgeheim denken, das habe ich eh gewusst. Nicht? Aber mein Gott, das ist es ja gerade, dass man aus solchen Grundsätzen eigentlich nur etwas festschreibt, was einem sowieso bewusst ist. Und das Tolle ist, dass man die Dinge herausgreift, die man glaubt, eh gewusst zu haben, aus denen sich dann alles Weitere, auch solche Sachen, die man nicht gewusst hat, herausleiten kann, sozusagen. Und das ist also das Schöne an so einer Vorgangsweise, dass man eben jetzt diese Sätze sich herausdestilliert, sozusagen. Naja, also das war der erste Streich, sozusagen. Und jetzt natürlich wollen wir doch einmal dazu übergehen, auch das Wirken von Kräften zu betrachten. Also ewig nur keine Kräfte ist ja langweilig. Jetzt wollen wir uns also dem Wirken einer Kraft zuwenden. Dabei haben wir ja noch gar nicht gesagt, was eine Kraft eigentlich ist und wie sie definiert ist. Das kommt jetzt. Und da zeigt sich, dass es zweckmäßig ist, um hier weiterzukommen, zunächst einmal den Begriff des Impulses einzuführen. Also wir schauen uns jetzt die Wirkung einer Kraft an. Und da definieren wir uns zunächst den sogenannten Impuls. Und dieser Impuls, der ist definiert, P-Pfeil gleich Masse mal Geschwindigkeit. Wobei dieses M die Masse des Teilchens oder Massenpunktes ist. Unter Masse kann sich jeder etwas vorstellen, aber wenn ich Sie dann wirklich frage, was man darunter versteht, werden Sie es vielleicht im Augenblick gar nicht so sagen können. Gleich können wir mehr darüber sagen. Da werden Sie dann auch sehen, dass es sich hier bei dieser Masse um die sogenannte träge Masse dieses Körpers handelt. Und das liegt mir sehr daran, dass Ihnen das auch verständlich ist, was darunter gemeint ist. Daneben nämlich wird in der Physik eine zweite Art von Masse betrachtet, die schwere Masse. Und weil sich letztlich herausstellt, aufgrund vielfältiger experimenteller Erfahrungen mit hoher Präzision, dass die beiden dann letztlich immer proportional zueinander sind, dann sagt man Schwamm drüber, wir betrachten nur eine Masse. Dennoch ist es äußerst wichtig, meine Damen und Herren, dass Sie diese zwei unterschiedlichen Begriffe, der trägen und der schweren Masse, begriffsmäßig gut auseinanderhalten können. Ich möchte dazu sagen, dass es noch keine 100 Jahre her ist. Das war Einsteins Arbeit zur allgemeinen Relativitätsmechanik, wo man erstmals verstanden hat, warum diese beiden Massen immer proportional zueinander sind und man sie daher dann letztlich als wesensgleich ansehen kann. Also dieser typische Vorgang ist eh wurscht, ist eh immer dasselbe, vergessen wir den Chaos. Das möchte ich so nicht stehen lassen. Und das wäre auch ein falscher Zugang. Also wir wollen das wirklich genau betrachten und Sie werden dann sehen, weshalb es in vielen Fällen zweckmäßig ist, diese beiden Massen als gleich anzusehen. Aber zunächst einmal
werden wir gar nicht über Gewichte sprechen, sondern uns nur mit einer Kraft ganz allgemein befassen, die auf einen Körper wirkt. Und den Impuls definieren wir als M mal V. Ja, das V kennen Sie, das ist die Geschwindigkeit. Und das zweite Newtonsche Axiom, das oft auch als Aktionssatz bezeichnet wird, aber Namen, weil da heute eine Aktion jetzt vonstatten geht, wenn eine Kraft wirkt. Dieses zweite Newtonsche Axiom besagt jetzt, dass jede Impulsänderung eines Körpers hervorgerufen wird durch eine Kraft. Eines Teilchens, hervorgerufen durch eine Kraft. Und das bedeutet, dass man diese Kraft schreiben kann als zeitliche Änderung des Impulses. Eine Kraft F-Pfeil, F für Force. Und diese Kraft F-Pfeil ist also daher dp-Pfeil nach dt oder, wenn man das da oben einsetzt, d nach dt von m mal v-Pfeil. Das ist also der wesentliche Kern des zweiten Newtonschen Axioms. Naja, nun möchte ich als nächstes dieses Axiom etwas umschreiben. In dieser Umschreibung zeigt sich dann seine eigentliche Bedeutung. Und dann können wir anschließend erkennen, was mit diesem Axiom konkret gemeint ist. Also was Sie sich hier merken, und ich randle es da noch einmal ein, ist, Kräfte werden angesehen als Ursachen von zeitlichen Änderungen des Impulses. Und die Kraft ist gleichgesetzt der zeitlichen Änderung des Impulses. Also Änderung des Impulses pro Zeiteinheit. Wobei der Impuls eben als M mal V definiert ist. Und jetzt kommt ein wesentlicher Punkt, aber da ist eine Frage. Das gilt wieder in Inertialsystemen. Und was die sind, haben wir schon ausführlich besprochen beim ersten Newtonschen Axiom. Ganz richtig, danke für diesen Hinweis. Wir bleiben also bei der Gültigkeit der Newtonschen Axiome immer in solchen Systemen, die Inertialsysteme sind. Nicht in allen Bezugssystemen gelten diese Axiome. Hier ist ein wesentlicher Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Sie sehen, da bildet man die zeitliche Ableitung eines Produktes von zwei Größen. Da steht drinnen die Masse und die Geschwindigkeit. Und es war sehr, sehr weitblickend von Newton, dass er tatsächlich das Axiom in dieser Form geschrieben hat. Weil jedenfalls zu seiner Zeit, Newtons Zeiten, hatte man natürlich davon ausgehen können, nach aller Erfahrung, dass die Masse eines Körpers sich nicht verändern wird, während irgendeiner Bewegungszustand sich ändert. Das heißt, man hätte sich das ja irgendwie gleich sparen können und das M gleich noch vorsetzen, weil das ja eh eine zeitlich konstante Größe ist. Newton tat es nicht, vielleicht hat er auch nur ein Glück gehabt, aber jedenfalls dadurch ergab sich dann die weitere Anwendbarkeit dieses Axioms auch im Bereich der Relativitätsmechanik, wo, wie wir im Sommersemester kurz besprechen werden, die Masse nicht mehr als unabhängig vom Bewegungszustand angesehen werden kann,
für die normalen Geschwindigkeiten unserer Alltagserfahrung und noch deutlich schneller bleibt es zwar dabei. Also da auf dem Airtrack natürlich brauchen sie keine Sorge haben. Aber auch bei schnelleren Geschwindigkeiten, auch bei Raketen, die sind immer noch sehr langsam. Aber bei herannahen an die Lichtgeschwindigkeit, was man ja so üblicherweise nicht so in der Hand hat, aber wenn man Elementarteilchen in Beschleunigungsanlagen betrachtet, da kann man dort in die Nähe kommen. Und dort ändert sich diese Physik komplett. Und dort kommt es dann auch zu wesentlichen Änderungen der Masse im Zusammenhang mit Bewegungsänderungen. Und da ist es dann wichtig, dass dieses Axiom in der Form dasteht. Und nicht so, dass man da die Masse bequem nach vorzieht. Also das ist eine Formulierung, die auch noch für die relativistische Mechanik anwendbar ist. Daher habe ich sie zunächst einmal so gebracht. Aber, wie gesagt, in den allermeisten Fällen, die uns in der klassischen Mechanik interessieren, wird man davon ausgehen, dass es eine konstante Masse gibt. Also ziehen wir uns darauf zurück zu sagen, falls M konstant ist, dann natürlich lässt sich diese Gleichung für das zweite Newtonsche Axiom sofort umschreiben. Da braucht man dann nicht mehr die Produktregel, denn so müsste man ja schreiben m mal dv nach dt plus v mal dm nach dt, klarerweise. Aber wenn das m konstant ist, ist die m nach dt gleich 0 und dann verbleibt, dass f-Pfeil gleich ist, ich schreibe noch einmal her, d nach dt von m mal v-Pfeil und das ist aber dann m mal dv nach dt oder anders ausgedrückt f-Pfeil ist gleich m mal a-Pfeil, weil dv nach dt, Sie erinnern sich an die Kinematik, Definition der Beschleunigung, das ist die Beschleunigung und daher ist die Kraft in dem Fall jetzt gleich Masse mal Beschleunigung. Und das ist die Formulierung, die also in der klassischen Mechanik die wichtigste ist für das zweite Newtonsche Axiom. Und da möchte ich Ihnen jetzt dazu erklären, was das jetzt konkret physikalisch bedeutet. Und anhand dieser Beziehung kann man auch die physikalische Relevanz dieses Parameters m gut erkennen. Und da wollen wir davon ausgehen, und um das zu verstehen, brauche ich eigentlich gar keine Gleichung hinschreiben mehr, steht alles da. Wir wollen davon ausgehen, dass stets jetzt eine konstante Kraft F wirken soll. Und die wirkt zum Beispiel auf einen bestimmten Körper mit einer bestimmten Masse m. Wenn diese konstante Kraft F die betrachten wir jetzt. Eine konstante Kraft F. Wenn die jetzt auf einen Körper der Masse M, meinetwegen 1 Kilogramm, wirkt, dann wird es eine gewisse Beschleunigung geben. Wenn Sie jetzt die gleiche unveränderte Kraft F auf einen Körper mit einer Masse von 10 Kilogramm wirken lassen, naja, dann wird dieses M 10-mal so groß, F bleibt, was es ist. Was wird dann mit A passieren? Es muss ein Zehntel sein, damit sich das ausgeht. Also je größer die Masse des Körpers ist, desto weniger wird er beschleunigt werden beim Wirken einer fest angenommenen Kraft F. Und das bedeutet, dass dieser Körper sich, je größer seine Masse ist, sich umso mehr einer Beschleunigung seiner selbst widersetzt. Und dieses Widersetzen, diese Widerspenstigkeit sozusagen,
die wird durch diese Masse charakterisiert. Je größer diese Masse ist, desto weniger leicht ist es, diesen Körper zu beschleunigen mit einer bestimmten vorgegebenen Kraft F. Und wir sagen dann, dass er umso träger ist. Ja, in der Alltagserfahrung brauche ich Ihnen das gar nicht weiter erklären, nur in Formeln gegossen kommt einem das Ganze dann unter Umständen unübersichtlich vor, obwohl das eh total einfache Formeln sind. Wenn Sie ein kleines Wagerl mit einer bestimmten Kraft beschleunigen wollen, dann geht das. Wenn dann ein Auto mit einer Tonne da steht, auch wenn Sie die mit einer Masse von 1000 Kilogramm also da steht und Sie denken auch gar nicht an die Reibungskräfte und Sie wenden die gleiche Kraft an, dann wird Sie das viel weniger beschleunigen. Das brauche ich Ihnen nicht erklären, das ist Ihnen ja verständlich. Wenn Sie das sagen, das habe ich eh gewusst. Ja, natürlich haben Sie es gewusst, aber das ist die Art und Weise, wie man das also so aufschreibt, dass man dann daraus eben wichtige Schlüsse für verschiedenartige Bewegungen ziehen kann. Also die Masse, die da drinnen steht und die wir bereits hier in der Definition des Impulses vorgesehen haben, ist eine Charakterisierung für die Trägheit des betrachteten Körpers. M charakterisiert die Trägheit des Körpers. Wobei man unter Trägheit also versteht, wie sehr sich der Körper einer Beschleunigung seiner selbst durch eine Kraft widersetzt. Gibt es dazu irgendeine Unklarheit? Eigentlich total einfach, nicht? Daher nennen wir M die träge Masse. Und im zweiten newtonschen Axiom, das hier steht, steht also im Impuls hier die träge Masse drinnen. Um die geht es hier. Jetzt werden Sie sagen, na gut, das ist halt die Masse, warum nennen wir es denn träge Masse? Die Masse charakterisiert halt einfach die Trägheit und Schluss. So allein ist es aber nicht. Und das muss ich an der Stelle dann dazu sagen, damit Sie sehen, warum wir das hier auseinanderhalten wollen. Obwohl wir dann zur Besprechung dieser anderen Art von Masse erst etwas später kommen. Weil Sie ja sicherlich auch wissen, wenn man eine gewisse Masse betrachtet, dann wird die mit einer gewissen Kraft zur Erde gezogen. Das ist ja dann das, was man unter dem Gewicht eines Körpers versteht, wie stark er zur Erde gezogen wird. Das Gewicht ist eine Kraft, die Masse ist ein Skalar. Und wenn jetzt der Körper eine größere Masse hat, dann wird er, wie Sie alle wissen, auch stärker zur Erde angezogen. Ja? Gleichzeitig wird er aber auch träger. Aber bitteschön, wo steht denn geschrieben, dass das immer Hand in Hand gehen muss? Wenn Sie zum Beispiel daran denken, Sie alle wissen, dass man also in der Elektrostatik Körper mit elektrischen Ladungen versehen kann. Na, solche geladene Körper ziehen sich auch an. Und sie haben außerdem eine gewisse Trägheit. Aber dann kann man mit einem geerdeten Kabel kommen, die Körper entladen, dann ziehen sie sich nicht mehr an. Aber träg bleiben sie nach wie vor. Die Trägheit als grundlegende Eigenschaft eines Körpers mit einer Masse bleibt bestehen. Was man aber nicht kann, ist, dass man einen Körper sozusagen entmassen kann, sodass er sich dann nicht mehr anzieht mit einem anderen oder mit der Erde und trotzdem seine Trägheit weiterhin hat. Das ist der entscheidende Unterschied, den Sie bitte überlegen müssen. Also entladen kann man die Körper schon, entmassen in dem Sinn sofort, dass man ihnen die Schwere wegnimmt, das kann man nicht. Dass man das nicht kann, steht zunächst einmal nirgends geschrieben, sondern das ist eine Erfahrungstatsache. Und erst seit circa 90 Jahren oder 95,
das will ich nicht nachrechnen, also ein bisschen weniger als 100 Jahre, weiß man, warum das so ist. Und das ist gar keine einfache Erklärung. Das hat was mit gekrümmten vierdimensionalen Raumzeiten zu tun. Also nicht etwas, was man in einer Minute nur durch Handwaving erklären könnte. Also merken Sie sich, und dann bin ich mit dem Satz jetzt fertig, der Unterschied ist, dass die Masse, die wir dann als schwere Masse bezeichnen wollen, die dafür verantwortlich ist, dass zwei Massen einander anziehen, wie zum Beispiel ich und die Erde, oder die Erde und ich, nicht, wenn man nach der Größe der Masse geht, dass diese Anziehung durch die schwere Masse beschrieben wird, die braucht aber zunächst noch nichts mit meiner Trägheit im Sinn der Beschleunigungsmöglichkeit zu tun haben. Es zeigt die Erfahrung aber, dass diese beiden Dinge immer Hand in Hand gehen. Mir geht es darum, dass man diese beiden Größen aber sehr wohl begrifflich unterscheiden muss. So, jetzt kommen Sie dran. Aufpassen, aufpassen. Das haben Sie ja bereits erwähnt, dass die Masse konstant ist. Und somit hat sich meine Frage dann... Also, es ist aber trotzdem gut, dass der Kollege gefragt hat und gesagt hat, ich möchte Sie es nicht bloßstellen, wirklich nicht. Aber das ist ja nicht nur Sie, die Sie da so irren, sondern das ist ja eine generelle Sache, dass man Masse und Gewicht gern miteinander verwechselt. Am Mond hat ein Körper eine kleinere Masse. Das genau stimmt nicht. Er hat ein kleineres Gewicht. Er wird weniger stark angezogen. Aber das ist eigentlich für die jetzige Diskussion ganz unerheblich. Die Sache, ob Masse oder Gewicht, da werden wir dann näher drüber sprechen, wenn wir über die Gravitationskraft speziell genauer halt sprechen wollen. Aber jetzt geht es nur darum, die Begriffe klarzustellen. Und es ist mir wichtig, und deswegen bitte ich Sie auch, das zu thematisieren, wenn Sie sich nicht wohlfühlen dabei. Wichtig, zwischen dem Begriff einer trägen Masse als einer Größe, die diese Trägheit als Widerspenstigkeit gegen Beschleunigungen charakterisiert, zu unterscheiden, und andererseits einer schweren Masse, die charakterisiert eben, wie stark die Masse von einer anderen Masse angezogen werden wird. Das hat ja dann zunächst mit der Trägheit gar nichts zu tun. Und wäre es so ähnlich wie in der Elektrostatik, dann könnte man da so quasi von einer Massenladung sprechen, und man könnte sich auch überlegen, ob man die nicht einfach entladen kann. Dann ist die Massenladung weg, es gibt keine Massenanziehung mehr, die Trägheit bleibt aber. Aber das geht nicht. Das macht den wesentlichen Unterschied zu allen anderen Wechselwirkungskräften aus. Und das sollen Sie jetzt bereits gut verstanden haben. Dann haben Sie diese wesentliche begriffliche Unterscheidung zwischen Träger und schwerer Masse verstanden. Auch elektrisch geladene Körper haben eine Trägheit. Aber ihre elektrische Anziehung oder Abstoßung hängt dann mit der Masse gar nicht zusammen, sondern mit der Ladung. Und die kann man auch entladen. Aber bei der Masse ist es so, dass man diese schwere Masse nicht auf die Seiten schaffen kann, sondern die ist, wie man merkt aufgrund der Experimente, immer verkoppelt, geht Hand in Hand mit der trägen Masse. Daher neigt man dazu, zu sagen, hab mich gern, es ist eben auch Masse und Schluss, sei nicht so genau. Aber es ist eben doch ein wesentlicher Unterschied, den ich an dieser Stelle klarstellen möchte. Haben Sie da noch irgendwelche Fragen dazu? Okay, also dann haben wir diese Sache einmal besprochen, und jetzt kommt es darauf an, wie könnten wir denn dieses zweite Newtonsche Axiom insbesondere hier mit dieser Formulierung, wie könnten wir das auch experimentell beobachten? Und da möchte ich als Spezialfall den Fall einer konstanten Kraft hernehmen. Also zunächst hatten wir Nullkraft.
ist auch konstant, aber null. Und jetzt nehmen wir eine Kraft, die zwar weiterhin konstant ist, aber nicht null, denn jetzt soll ja eine Aktion vor sich gehen. Ne? Also wir betrachten jetzt speziell eine konstante Kraft. Und diese konstante Kraft nenne ich F0-Pfeil. Naja, dann ergibt sich daraus sofort eine konstante Beschleunigung. Jetzt gehen wir immer davon aus, das bleiben wir jetzt dabei, dass die Masse konstant ist. Also alles für nicht-relativistische Situationen, und das ist ja der Fall in der klassischen Mechanik. Es zeigt sich, wie gesagt, erst bei sehr großen Geschwindigkeiten, dass diese Darstellung dann nicht mehr haltbar ist. Ergibt sich also eine konstante Beschleunigung, F0 durch M. A0 Pfeil ist gleich F0 Pfeil durch M. Diesen Skalar M, die träge Masse, kann man ja auf die andere Seite bringen. Naja, und daraus ergibt sich sofort, wenn man zurückgeht zu den Beziehungen der Kinematik, wo wir ja überall Beschleunigungen eingesetzt hatten, also bei der Konstanten, beim Fall einer konstanten Kraft, das entspricht dann der gleichförmig beschleunigten Bewegung. Das ist also eine gleichförmig beschleunigte Bewegung dann, weil ja eben die Beschleunigung gleich ist die konstant angenommene Kraft durch die konstante Masse. Bitte. Ja, Entschuldigung, nur zum Kamerabild, ich kann das nicht aufnehmen. Oi, aha. Den Satz da, dass dieses gleichförmig beschleunigt, geht nicht mehr. Jetzt, also dann, also gut, dann werde ich dieses damit ein bisschen runtersetzen und hier schreiben, gleichförmig beschleunigte Bewegung. Weil ja das A0 gleich F0 durch M eben konstant ist. Nun, für die gleichförmig beschleunigte Bewegung hatten wir in der Kinematik die Integration der Bewegungsgleichungen durchgeführt, und da kamen wir also drauf, damit also laut Kinematik, da brauchen Sie dann nur zurückblättern, bekommen wir dann also, dass eben die Geschwindigkeit V-Pfeil dargestellt werden kann als die Anfangsgeschwindigkeit, V0-Pfeil, und dann haben wir plus A-Pfeil mal T, aber statt A-Pfeil setzt man A0-Pfeil gleich F0-Pfeil durch M ein, also plus F0-Pfeil durch M mal T. Und andererseits haben wir dann auch den Ortsvektor R-Pfeil erhalten, das ist ein R0-Pfeil. Wenn man zur Zeit t gleich 0 sich an einer bestimmten Stelle R0 befindet, plus V0-Pfeil mal t, und dann kommt noch als weiterer Term dazu, das A0-Pfeil halbe mal t Quadrat. Das heißt also, F0-Pfeil durch 2m mal t Quadrat. Das sind also die Ausdrücke für Geschwindigkeit und Ortsvektor in Abhängigkeit von der Zeit, wo also diese konstante Kraft F0 hier drinnen steht. Sonst wie in der Kinematik. Naja, und wenn man nun annimmt, falls also dieses F0-Pfeil gleich dem Nullvektor wäre, dann sind wir ja zurück beim ersten Newtonschen Axiom, kräftefreier Körper. Das sollte ja hier nicht auf einen Widerspruch führen. Da sieht man dann also, dass V0
V-Pfeil gleich V0-Pfeil plus nichts mehr ist und R-Pfeil gleich ist R0-Pfeil plus V0 mal T plus nichts mehr. Und Sie sehen, die Geschwindigkeit bleibt konstant und das ist nichts anderes als eine geradlinig gleichförmige Bewegung. Und damit ist letztlich dann ja die Gültigkeit des ersten Newtonschen Axioms auch in gewisser Weise eine Folgerung des zweiten Newtonschen Axioms. Man nimmt es nur separat her, weil es von der grundsätzlichen Beschreibung wesentlich ist. Und Sie werden sich erinnern, wir haben ja ganz schön lang über dieses erste Newtonsche Axiom gesprochen, um die Inertialsysteme zu besprechen, den Begriff der Kräftefreiheit und so weiter. Naja, und jetzt natürlich wäre es schön, wenn wir das auch experimentell darstellen können. Und da werden wir so vorgehen, zunächst einmal mit diesem Airtrack hier wieder, dass wir jetzt auf den Körper, auf einen dieser Reiter hier, eine entsprechende Kraft ausüben. Na, wo nehmen wir die her? Sie soll ja konstant sein. Ja, da bietet sich natürlich schon die Kraft an, die uns allgegenwärtig da zur Verfügung steht, nämlich die Gravitationskraft. Und damit wir diese Kraft aber jetzt beschleunigend auf diesen Reiter waagrecht ausüben können, werden wir über zwei Umlenkrollen hier ein Fallgewicht aufbauen, so dass die Kraft, die der Gewichtskraft auf dieses Fallgewichtsstück entspricht, bis auf ein bisschen Reibung in diesen Umlenkrollen, gleich ist der Kraft, die da auf diesen Reiter ausgeübt wird. Auf diese Art und Weise werden wir dann sehen, was mit dem Reiter passiert. Und Sie können sich sicher überlegen, da wird es wohl dazu kommen, dass dessen Geschwindigkeit zunimmt. Nun, jetzt können wir zunächst ein Experiment machen, das einem entspricht, das Sie schon kennen, nämlich dem Fallschnur-Experiment. Sie werden sich erinnern, da haben wir da von oben so an einer Schnur Gewichtsstücke herunterfallen lassen und wir haben dann gesehen, weil ja sich da hier mit diesem T-Quadrat eine quadratische Zeitabhängigkeit ergibt, dass eben diese Gewichtsstücke in quadratischen Abständen 1, 4, 9 befinden müssen, damit die Zeiten regelmäßig sind. Ganz ein analoges Experiment führen wir hier wieder durch. Und zwar das, dass wir da jetzt die Kraft waagrecht anwenden auf diesen Reiter über diese Umlenkrolle und nachschauen, wenn man beginnt mit Geschwindigkeit 0, am Ort 0, Ort 0, Geschwindigkeit 0, dann hat man diesen Weg proportional zu t Quadrat. Und das ist alles ja eindimensional. Also da braucht man das Ganze nicht vektoriell uns überlegen, sondern es gibt ja nur eine einzige Koordinatenrichtung, in der sich das bewegt. Und da sollte sich dann also zeigen, wenn wirklich eine konstante Kraft da wirkt und das dann auch tatsächlich eine entsprechende gleichförmige Beschleunigung ergibt, dass man ähnlich wie bei den Fallschnüren gleiche Zeiten bekommt in quadratischen Abständen. Und da würde ich darum bitten, dass wir das als nächstes uns anschauen. Jo, gesagt ist da eigentlich schon alles dazu. Wir hoffen, dass das wirklich so funktioniert. Also wie gesagt, die Zeiten zwischen erster und zweiter Lichtschranke muss der Zeit entsprechen zwischen dritter und vierter Lichtschranke. Wenn ich nur sagen darf, das ist ein Abschnitt, dann das sind vier Abschnitte und das bis nach hinten sind neun Abschnitte. 1, 4, 9. Das heißt, wenn das mit dieser gleichförmig beschleunigten Bewegung so ist, müssten die Zeitschranken, Lichtschranken in immer gleichen Zeitabständen durchschritten werden. Und das schauen wir uns insbesondere an zwischen der ersten und der zweiten, also 0, 1, und zwischen der dritten und vierten, 4, 9.
Und da sollte bei konstanter wirkender Kraft die gleiche Zeit in etwa herauskommen. Also schauen wir uns die Geschichte an. Schauen Sie, das Fallgewicht, dieses Stück, das läuft dort hinauf, das verwendet man nur als Mittel zum Zweck, um eine konstante Kraft herzustellen. Mal die Fenster reinmachen. Na bitte! Na ja, ist gar nicht so schlecht, ja. Wollen Sie das noch mal probieren? Einmal probieren wir es noch. Jetzt haben wir nur ein Fall. Das Problem dabei ist nämlich, man muss genau vor dem Auslösepunkt der ersten Lichtschranke loslösen, dass man Geschwindigkeit 0 hat. Wenn man ein paar Millimeter weiter vorn auslässt, hat man quasi schon Geschwindigkeit größer 0, wenn man die erste Lichtschranke passiert. Und das ist halt immer ziemlich schwierig herauszufinden. Ja, okay. Vorsicht, also, da haben wir schon. Genau. Das ist ein bisschen länger. Aber trotzdem, das ist nicht so tragisch. Wenn man die beiden durcheinander dividiert, kommt man am prozentuellen Unterschied. 14,23 dividiert durch 13,15 sind wir bei 8% Unterschied. Das ist nicht so tragisch. Für derartige Experimente ist das ausgesprochen gut. Vielen Dank. Also damit sehen Sie schon, dass man da hier mit diesem Instrument die Kraftwirkung auf einen Reiter darstellen kann. Jetzt wollen wir uns noch näher anschauen, wie es nun wirklich mit der Gültigkeit dieses zweiten Newtonschen Axioms ausschaut. Und da wollen wir zunächst einmal davon ausgehen, dass wir uns die Abhängigkeit bei diesem zweiten Newtonschen Axiom einmal von der Kraft und einmal von der Masse anschauen wollen. Also, Experiment zum zweiten Newton. Axiom. Im ersten Teil dieses Experimentes, und der wird sich hoffentlich heute noch ausgehen, im ersten Teil dieses Experimentes werden wir so vorgehen, dass wir eine konstante Reitermasse vorsehen. Konstante Masse des Reiters, also des Körpers, der hier beschleunigt wird. Und wir werden zwei unterschiedliche Kräfte anwenden. Mit einmal Fallgewichte mit Einheiten 2 und 4. 2 Fallgewichte und 4 Fallgewichte. Man kann da auf diese Halterung, jetzt ist eins drauf, ein zweites, ein drittes, ein viertes gleich großes Stück drauflegen und dadurch werden diese Kräfte dann jeweils entsprechend vergrößert, die auf diesen Reiter wirken. Wesentlich ist jetzt, wir wollen wissen, was hat das für eine Auswirkung auf die entsprechende Beschleunigung. Es geht ja um dieses Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Wir lassen jetzt die Masse M konstant, die Reitermasse, die da beschleunigt wird,
und ändern die Kraft. Und da sollte proportional dazu sich die Beschleunigung ändern, wenn das seine Richtigkeit hat. Na, wie kommen wir auf die Beschleunigung? Na, da können wir diese Gleichung da, R ist gleich R0 plus V0 mal T plus, und das dritte ist F0 durch 2m T Quadrat betrachten, die da oben steht. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, alles nur eine Dimension, die Länge, die durchlaufen wird, ist S. Und wir beginnen an der Stelle S gleich 0 mit der Geschwindigkeit 0. Dann fällt zur Zeit T gleich 0 der Term weg und V0 ist auch 0. Daher ist das alles gleich 0 und es bleibt dann nur stehen eindimensional, dass das S gleich ist, diese Konstante mal T Quadrat. Also F0 durch 2m, eine Konstante, mal T Quadrat. Also S ist proportional zu T Quadrat. Das heißt, wir können diese Beschleunigung, konstante Beschleunigung, aus den Messungen der Zeit gewinnen, denn es folgt daraus, dass die Beschleunigung A-Pfeil proportional ist zu Beschleunigung A-Pfeil bei konstantem S zu 1 durch T Quadrat. Bei konstantem Weg S. Zwischen dieser Lichtschranke und der ersten, zwischen erster und letzter Lichtschranke, haben wir einen konstanten Weg S. Also jetzt habe ich da wieder da geschrieben, wo ich nicht mehr hätte sollen. Also folgt A ist proportional zu 1 durch T Quadrat bei konstantem Weg S. Wir brauchen also bei diesem konstant gehaltenen Weg uns nur anschauen, die Zeiten, die durchlaufen werden, quadrieren und Reziprokwert nehmen und haben eine Größe proportional zur Beschleunigung. Und das machen wir jetzt einmal bei einem Fallgewicht, also bei zwei Fallgewichten und einmal bei vier Fallgewichten. Wir kriegen da zunächst einmal das T, das 1 durch T Quadrat, und dann schauen wir nach, wie die zusammenhängen. Also führen wir bitte diesen Versuch durch für eine konstante Reitermasse und für zwei gewählte Fallgewichte, wenn ich Sie bitten dürfte. Also 3,37 Sekunden. So, jetzt verdopple ich das Gewicht. Der Draht hängt sich auch immer aus. Also doppelt so große beschleunigende Kraft wirkt jetzt auf den gleichen Reiter. Da geht es jetzt auch schneller. Sehen Sie, wie die Geschwindigkeit zunimmt? Wir haben 2,64 Sekunden. So, vielen Dank. Und jetzt werten wir es noch geschwind aus. Verdient einen entsprechenden Applaus. Das ist alles nicht so einfach, wie es vielleicht ausschaut. Also,
Wir brauchen 1 durch t Quadrat. Da machen wir 3,37 zum Quadrat, der Reziprokwert, und haben da 0,088. Und da andererseits 2,64 zum Quadrat, Reziprokwert, 0,143. 0,143. Und wenn wir jetzt das eine durch das andere durchdividieren, dieses 1 durch t Quadrat, sollte ja proportional zur Beschleunigung sein. Bei 4 Fallgewichten sollte es die doppelte Beschleunigung sein. 0,088 mal 2 kämen wir auf 0,17. Also das mal 2 ist 0,17 und das vergleicht sich zu 0,143. 0,17 durch 0,143. Ein Unterschied von 18%. Bitte. Sehr guter Punkt. Jetzt überziehen wir natürlich schon. Damit das auch wirklich eine quantitativ gute Näherung darstellt, muss man davon ausgehen, dass die Trägheit des Fallgewichtes sehr gering ist im Verhältnis zur Trägheit des Reiters. Aber natürlich, wenn man die Fallgewichtsstücke vergrößert und deren Massen erhöht, dann wird auch deren eigene Trägheit dazu führen, dass die Beschleunigung geringer wird, weil ja nicht nur der Reiter, sondern auch das Fallgewicht beschleunigt wird. Und letzten Endes würde andererseits das Fallgewicht schon eine viel größere Masse haben als der Reiter, dann gäbe es eine höchste Beschleunigung, nämlich die Fallbeschleunigung. Schneller geht es dann gar nicht. Aber solange die Massen der Fallgewichte gering sind gegen die Reitermassen, ist dieser Einfluss gering. Aber man sieht schon hier, es kommt zu diesen gewissen Ungenauigkeiten, weil eben bei höherer Masse der Fallgewichte auch die eigene Trägheit des Fallgewichtes zu einer Verfälschung führt. Also jetzt haben wir heute einmal angeschaut, dass die Kraftwirkung proportional zur Beschleunigung ist, bei konstanter Masse. Morgen werden wir uns anschauen, wenn wir die Masse ändern und die Kraft konstant halten, ob dann auch wirklich die Trägheit zu einer entsprechend geringeren Beschleunigung führt. Das schauen wir uns nicht morgen an. Morgen ist nichts, sondern erst am Montag. Vielen Dank, insbesondere Ihnen.